Ja. So, danke. Muss ich nicht in den Shop gehen? Können wir direkt Powerglove holen? Wunderbar. Praktisch, dass die Kamerafahrt das für mich übernimmt. So. Dadurch, dass wir jetzt den Shop gespart haben, haben wir direkt Powerglove geholt. Oh, es ist herrlich. Ich liebe Old AC Maps. Aber ja, ne? Es ist trotzdem sehr cool. So, warte mal, da kommen wir nicht hin. Wo war denn das andere Schiff? Wahrscheinlich dann auf der anderen Seite, ne? Wir haben übrigens auch 5 von den Silbermünzen. Ich weiß gar nicht, können wir uns da was Vernünftiges von holen? Nö, okay. Gleich beim Fischershop. Ich glaube, wir müssen dahin, ne? Ja. Was war denn hier jetzt eigentlich? Guardshaus. Ich liebe meine Pausenzeiten. Das glaube ich. Pause ist schon ein Segen. Gut. Genau. Fischershop. Ah, eine Goldmünze. Aber ihr könnt theoretisch eins davon kaufen. Und dann zumindest schon mal die Boots kriegen. Hier von den Eskimos. Eigentlich wollte ich die erst angeln, aber irgendwie kommt man hier sehr schlecht an Geld ran. Deswegen. Wo war denn das jetzt nochmal? Da. Deswegen holen wir uns die mal eben schnell. Ich meine, ein bisschen mehr Rüstung schadet ja eigentlich nicht, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, was mit den Silbermünzen anzufangen. Hä? War es jetzt echt. Hey! Hä? Habe ich den jetzt aus Versehen gegessen oder was? Ach nee. Ach, ich Idiot. Ich habe die doch bekommen. Aber es ist unendlich Trades. Lol. Okay. Never mind. Dann haben wir jetzt die Hunter Boots. Warum auch immer man das nicht auf einmal gelimitet hat. Aber na gut. Gut. Dann auf, hier geht's zum Schiff. Ich meine, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass wir doch ein bisschen mehr Goldmünzen kriegen, damit ich auch die Angel kaufen kann, aber na gut. Dann eben nicht. Ich denke mal, jetzt segeln wir eher weiter. Wow. Sailing. Baumhausstadt. Let's go. Treetop Village. Okay, hier die 4 Weisen. Die 4 Vierlinge. Wir haben bestimmt schon das ein oder andere Herzteil übersehen, da bin ich mir sicher. Okay, wir gehen erstmal nach oben zur Story, bevor wir uns hier umsehen. Willkommen in unserer Humble Village. Wir hoffen, du genießt deinen Aufenthalt. Wie auch immer, große Abenteurer, unser Dorf ist in großer Gefahr. Seitdem die Templer verschwunden sind, hat sich ein Portal geöffnet. Und Montenstar greifen uns wöchentlich an. Bitte rette unser Dorf und wir sind dir unendlich dankbar. Oder bis in alle Ewigkeit dankbar. Hier ist der Schlüssel, der dir den Weg öffnen möchte. Der dir den Weg öffnen wird. So. Gut. Doch bevor wir das Dorf retten, will ich erstmal schauen, was uns im Dorf so erwartet. Ist es denn Forest Dweller? Wir vertrauen unseren Kanzlers. Ah, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die plotten irgendwas da oben. Ja, oha. Der berüchtigte quadratische Fluss. Du hast ein liebenswürdiges Schiff. Ja, ich habe das einfach geklaut, musst du wissen. Das ist eigentlich gar nicht meins. Ey, dass nichts in den Öfen ist. Gib mir doch Money. Mein Bruder ist großartig. Okay. Na, wenn ich so dein Zimmer ansehe, dann glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Der hat wahrscheinlich das coolere Zimmer bekommen.
Ich hasse meinen Bruder. Das verstehe ich dann schon eher. Oh, da ist das Portal. Lol, aber ich dachte, nee, das muss irgendwie anders sein. Ich wünschte, ich könnte auch mal andere Kolonien besuchen. Ja, dann let's go. Kannst du gerne mein Schiff ausleihen. Ich wollte sowieso nicht mehr dahin zurück. Außer für die Angel. Kannst mir gerne eine mitbringen. Lol. Zwei Portale. Ich hasse es, generisch auszusehen. Ja, das verstehe ich. Ich hätte auch lieber einen anderen Skin gegeben. Aber leider habe ich die Macht dazu nicht. Ich will keine drei Türen haben, Mann. Der Durchzug hier ist schlimm. Oh Mann. Mein Haus ist das größte und es ist sogar eingerichtet. Tja, das kriegen eben die Reichen. Ah, mein Gott, Mann. Mein Nachbar ist so laut. Er schreit die ganze Zeit rum. Und will Unreal Tournament spielen. Wir leben einfach hier. Ja, das sehe ich. Aber immerhin schick eingerichtet. Sogar mal Bücher. Ah, warte mal, hier ist das Hauptding. Disney, genau, wir sind gerade da lang gegangen. Das heißt, hier haben wir mit den zwei Brüdern. Das ist der mit den... Ah, wir hoffen, dass du den Frieden zurückbringst. I'm working on it. Ich will keine drei Türen haben. So, warte mal, und hier kommen wir... Okay, nee, hier ist einfach nur Wasser. Na gut. Und unten gibt es dann wahrscheinlich nichts, I guess. Na gut, dann schauen wir mal, was hier so ist. Thank you for playing my remake version 0.3. Wow, okay, das war's alles schon. For feedback or suggestions, you can contact me on Discord, Gamingboy. Genau, gut, das war's dann anscheinend schon. Also mehr Money gibt's hier nicht. Ah, warte mal, hätte ich jetzt nicht theoretisch mit dem Gold... Nee, ich glaube, ich hätte nicht zurückgekonnt, oder? Jetzt habe ich mich schon wieder gesoftlockt. Schwierig. Aber ja gut, Freunde. Das war es dann anscheinend an der Stelle. Sehr abrupt geendet. Aber gut, ne, ist es wie gesagt ein Remake und eine sehr alte Map. Ich denke mal, wenn weitergearbeitet... Lol. Achso, das ist wahrscheinlich Deko, ne? Lol, okay, warte mal. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wahrscheinlich mit einem Bumerang. Und wenn man dann dahin kommt... Segelt man vielleicht irgendwann mal in so eine Schneevillage oder so? Ja, ist halt echt so. Da dann. Ah, nee, in den Wald. In ein Wüstengebiet. Und da dann wahrscheinlich Lava oder so. Okay, sehr cool. Na, Freunde, auf jeden Fall, das war's mit der Map. Falls ihr irgendwelche Suggestions oder so habt, schreibt ihm das gerne. Ne, bei mir sind es halt so Sachen. Ja, okay, fix halt diese ganzen Clipblöcke mit Out of Bounds und so. Und gerne mehr Content. Na klar, es ging jetzt eher um Bugfixes und so. Und wenn noch weiter dran gearbeitet wird, wäre es natürlich mega. Ich weiß es halt nicht. Wäre auf jeden Fall sehr cool, weil die Map macht einen guten Eindruck. Klar, die ganzen Clipblöcke und so müssen nicht sein. Das kann man mal später durch Berge oder so ersetzen. Aber, oder durch einfach einen Teleporter, der einen zurücksetzt oder so. Irgendwie so. Aber ansonsten, sehr solide Map. Würde sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Projekt und haut rein.